So sieht es aus, wenn ein Lawinenhund nach Verschütteten gräbt. Zielstrebig und unermüdlich. Orina, lauf! Orina von der Gletscherhöhle startet zum Wettkampf. Der Berner Rettungshundeführer Walter von Almen hat mit seiner Schäferhündin die letztjährige Meisterschaft gewonnen. Orina gehört zur Schweizer Lawinenhunde-Elite. Publikum und Jury verfolgen mit Spannung den Wettkampf. Also der Hund sucht mit tiefer Nase das Lawinenfeld ab. Und sobald er einordnet, sehe ich das, dass er einkreist. Er macht so eine Wendung in den Wind und geht dann dem Wind nach zum Ort, wo der Geruch heraustritt zum Schnee, und fängt dann mit Scharren an. In der Schweiz gibt es rund 100 Lawinenrettungssuchteams. Jeden Winter stehen sie im Einsatz bei Lawinenunfällen. Braucht es Lawinenhunde überhaupt noch? Angesichts des großen technischen Fortschritts bei Lawinensuchgeräten. Ja, die Hunde wird es brauchen, weil eben die Leute halt doch noch ohne Verschüttungssuchgerät in die Berge gehen und dementsprechend der Hund dann zum Einsatz kommt. Ein Mittel ist ein Suchmittel wie die technischen Geräte. Rettungshündin Orina nähert sich dem Ziel. Sie fängt an zu scharren und gräbt sich in das künstliche Lawinenloch ein. Ziel erreicht, Statistin gerettet. Wenn Ihr Hund einen Verschütteten findet, wie ist das für Sie persönlich? Ja, es ist ein Erfolgserlebnis und der Druck geht weg. Weil man steht unter immensen Druck, wenn alle warten, dass der Hund eine Anzeige macht. Zum zweiten Meistertitel reicht es für die Titelverteidiger heute nicht. Neue Schweizer Meister sind Libero Andreas Taddei und Sportlawinenhund Jarus von Zempach Station.